denkt an die anderen Leute. Ja. Also ich bitte um eure Aufmerksamkeit für das Food Saving Grassroots Movings von einem Vortrag von Janine Abels, Timmer Becker und Nick Sellen. Dankeschön. Hello, thanks for coming to listen to our talk. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zuhört. Wir haben es in drei Teile geteilt. Im ersten Teil gebe ich einen Überblick über das Problem von Food Waste und vier mögliche Lösungen. Danach wird Janine euch zeigen, wie das in der Realität in manchen Communities funktioniert. Und am Ende wird Tillmann erzählen, wie man Food Saving Softwares anwenden kann. Also um euch mal einen Einstieg zu geben in das Problem von Food Waste. Wir haben heute auf der Erde 1 Billion schlecht ernährte Menschen. Der Hunger bringt mehr Leute um als AIDS, Malaria und Tuberkulose zusammen. Und das ist in einem Zusammenhang, wo 1/3 des Essens global verschwendet wird. Das sind 50%, die verschwendet werden. Es ist eigentlich genug zu essen da, um alle Leute zu ernähren. Wir haben halt mittlerweile eine Wertschöpfungskette von Ernährung, von Essen, die zum Großteil verschwendet wird. In Subsahara-Afrika wird fast nichts verschwendet. Aber warum wird Essen verschwendet? Weil Äpfel nicht rund genug sind. Viele Eier werden weggeworfen, weil nur ein Ei kaputt ist. Viele Menschen produzieren viel mehr, als sie brauchen, weil sie in Verträge eingehen, die sie dazu zwingen, oder weil Labels kaputt sind. Das ist nicht nur ein moralisches Desaster, sondern auch eine ökologische Katastrophe. Es gibt riesige Emissionen im Zusammenhang mit Food Waste und das produziert. Ja, es gibt also eine massive Emission von Carbon Dioxide, die durch das Essen. Die EU hat schon ausgerechnet, dass, wenn es um Food Waste geht, wären die EU an der dritten Stelle nach China und den Vereinigten Staaten. Und es geht nicht nur um Greenhouse-Gas-Emissionen, sondern es geht auch um zum Essen, das wirklich am Ende verschwendet wird. Und auch darum, dass. Also, man müsste die ganze EU und China zusammennehmen, um das Ganze zu produzieren, was verschwendet wird. Wir enden am Ende wirklich mit mehr Verschwendung, als am Ende der Wertschöpfungskette steht. Ja, wie können wir dieses Problem lösen? Also ich stelle jetzt 4 Ansätze vor und dann gucken wir uns mal an, wie die funktionieren. Also der erste ist intergouvernementale Organisationen. Das ist wirklich ein großes Thema auf der Ebene der UN. In den letzten 10 Jahren. Wenn nicht sogar Hunderttausende von Euros wurden daran verschwendet. Und der Ansatz, den die versuchen, ist, dass ein legislativer Akt entstehen soll, den die UN in ihren Sustainability-Zielen von 2015 haben soll. Der Punkt ist, dass bis 2030 soll die Hälfte des Pro-Kopf-Ernährungsverschmutzung am Ende der Wertschöpfungsköpfe halbiert werden. Wie auch immer, das löst wirklich nicht das Problem. Der zweite Step wäre ein wirklich langer Prozess. Also nach Jahren von Diskussionen. Dieses Jahr gab es einen Vortrag der Mitglieder der Vereinten Nationen, dass bis 2022, also 7 Jahre nachdem dieses Ziel vorgestellt wurde, wurde es mal gemessen. Also wenn es wirklich nur so lange dauern würde, das zu messen, wie lange wird es dann dauern, um das umzusetzen? Es ist eine wirklich unterbezahltes Gebiet. Es gibt viele Arbeitsgruppen, aber es gibt wirklich keinen greifbaren Impact. Der Einfluss ist wirklich limitiert.
Es ist nicht wirklich darum, dass Food Waste angegriffen wird, sondern es geht auch darum, dass die Leute in den Organisationen da mitmachen müssen. Frankreich hat in 2015 sogar Food Waste verboten, aber das hat das Problem immer noch nicht gelöst, weil man es nicht messen kann. Der nächste Ansatz ist, sich Charities anzugucken, um das Problem zu lösen. Das ist ein allgemeines Lösungsansatz für dieses Problem. Was Essensbanken üblicherweise tun, ist überzähliges Essen zu sammeln und es an Essensbanken und Community-Cafés zu verteilen, wo arme Leute sich das Essen holen können. Das braucht ein ganzes Netzwerk von professionellen Essenshändlern. Aber auch das hat Probleme. Aber Leute wollen halt nicht von Spenden leben. Das ist mit einem Stigma verbunden. Und wenn Kinder auf einem Spielplatz sind und andere Kinder wissen, dass ihre Eltern Essen von der Essensbank bekommen, dann werden sie gehänselt. Und Leute wollen Würde haben, wenn sie Essen holen. Es gibt eine niederländische Studie zu Foodbank Use und das stellt fest, dass sich viele dafür schämen. Das zweite Problem ist, dass große Charities oftmals mit Regierungen verbunden sind. Eine Studie hat gezeigt, dass große Charities mittlerweile als Teil von der Regierung gesehen werden, da sie auch große Verträge von der Regierung bekommen. Und es stellt sich die Frage, warum Charities das Geld bekommen und nicht Communities direkt selber. And what they're missing out, and this is what the report tells us, connections with people and communities are what needed for long-term solutions. Und was es eigentlich braucht für eine langfristige Lösung, ist Verbindungen mit den Communities einzugehen. Ich habe mit meiner Schwester über die Ergebnisse der dieser Studie gesprochen, und sie sagt, sie hat solche Sachen schon ihre ganze Karriere lang gehört. Ja, jetzt gucken wir uns mal den privaten Sektor an. Also es gibt Startups, die versuchen, das ganze Problem zu lösen. Und Food Waste ist mit 143 Billionen Euro nur in der EU assoziiert. Also kommen viele Startups und die versuchen, dieses Geld als Gewinn zu nehmen. Das Prinzip der Startups ist, dass die ein Kapital nehmen und wenn sie viele Kunden haben, dann versuchen sie das umzusetzen. Da sind 10 Millionen von Euros, die da drin sind. Also die Unternehmen versuchen das, die Abfälle, die Essensabfälle zu sammeln und dann versuchen die das durch Advertising und Promotion das Ganze wieder zu verkaufen. Aber das hat natürlich auch wieder seine Probleme. Also diese Startups verlassen sich auf eine große Anzahl von Leuten, von Volunteers, die wirklich das Essen sammeln, die das verteilen. Und diese Volontäre, die haben überhaupt keine Kontrolle darüber, was sie machen. Denen gehört das Unternehmen nicht. Und diesen Profit, den sie machen, der geht eigentlich nur auf die Investoren zurück. Und der Kern des Businessmodells ist, das ist wirklich crucial. Ja, und der zweite Punkt dieser Startups ist, dass sie sich wirklich nur an Profit interessiert sind. Also sie sagen zwar, sie kämpfen für die Umwelt, sie kämpfen für einen besseren Wert, für das, dass nicht mehr so viel Essen verschwindet, aber eigentlich geht es nur darum, dass die Investoren Gewinn machen. Und wenn die wirklich Gewinn machen dadurch, dass dass der Food Waste reduziert wird, dann, wenn es wirklich ums Ganze geht, geht es darum, ob die glücklichen Nutzer das Essen sammeln oder ob du wirklich ein Kapitalist bist, der daraus Profit schlägt. So what's left out of this? Ja, was bleibt da noch übrig aus diesen drei Lösungen? Also ich bringe mal ein paar Argumente vor, dass wir ein paar Communities bilden können. So part of this, Ein Teil dieser Gesellschaft
das kommt wirklich von innen. Also die Zusammenfassung ist, wir brauchen wirklich einen radikalen und kreativen Ansatz, der in den Händen der Leute liegt und der Gesellschaften, die uns und andere davon abhalten, dass wir in der Zukunft die Art und Weise machen, wie wir die Dinge tun. Also Lebensmittelverschwendung ist kein isoliertes Problem. Wir müssen da wirklich in einem großen Kontext rangehen, um Organisationen zu bilden, die demokratisch sind und damit die Leute wirklich das Ganze in ihren Händen haben, damit sie einen Anteil in dieser Kraft haben, damit wir nicht mehr diese sozialen Hierarchien haben und diese individuellen Mindsets. Also wir müssen passive Konsumenten in aktive Partizipanten umwandeln. Die Welt liegt in unserer Hand, dass wir das machen. Ich habe euch viele Ansätze gezeigt, wo Millionen von Euro hinstehen, aber die Systeme und die Strukturen, die wir derzeit haben, die schaffen das einfach nicht. Wir brauchen wirklich solidarische Communities, die das anschaffen können, damit wir selber empowered werden. Wir brauchen nicht 7 Jahre, um zu warten, bis was passiert. Wir brauchen nicht 7 Jahre, damit wir sowas sehen. Wir müssen jetzt anfangen. Es muss sofort losgehen. Also ich gebe jetzt an Janina weiter und sie wird euch ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Sorry. Ja. One solution already in place. Eine Lösung, die es schon jetzt gibt für diese Probleme, ist foodsharing.de. Das muss ich jetzt größer machen. Das ist die größte freiwilligen Foodsharing-Initiative, die es gibt, die vor 7 Jahren gestartet wurde. Von Leuten gestartet, die es schwierig fanden, durch Müll zu gehen, um Essen zu finden. Der Grund ist sogar zu Ladenbesitzern gegangen und die haben festgestellt zusammen, dass es schade ist, das ganze Essen wegzuwerfen, und sie haben sich abgesprochen, um einfach das überschüssige Essen abzuholen und zu essen. Und bald waren es mehr Läden und mehr Freiwillige und immer mehr Leute haben mitgemacht und es war so viel Essen, das man gerettet hat, dass man Distributionspunkte aufgemacht hat, um das Essen zu verteilen, zum Beispiel in Regensburg. Das Ganze ist sehr schnell sehr komplex geworden. Und einer der Foodsaver, der ein Entwickler war, hat eine Online-Plattform dafür entwickelt. Wie ich gesagt habe, das wurde vor 7 Jahren gestartet. Und heute haben wir 50.000 Foodsaver, 5.000 Läden, die mitmachen und 600 öffentlich zugängliche Foodsharing-Points und ein Team von freiwilligen Codern. Und das alles basiert auf einer sehr einfachen Idee. Gutes Essen muss gegessen werden und nicht weggeworfen werden. Gerettetes Essen muss ohne Konditionen weitergegeben werden und nicht verkauft werden. Und das Essen sollte nur geteilt werden, wenn die Person, die es bekommt, es auch isst. Es ist so einfach, so positiv, so empowering, dass es natürlich ist, das weiter und weiter zu verteilen. Und das hat sich dann ganz einfach schon nach Österreich und in die Schweiz und mittlerweile auch in einen Bereich, wo man nicht Deutsch spricht, verbreitet. Am Anfang braucht man aber keine Software, um das zu starten. Denn was Software nicht macht, es macht keine einsamen Computermenschen in aktive Realwelt-Communities. Was man am Anfang braucht, ist Zeit, Ideen und den Willen, es zu tun. Man muss aufstehen und in die echte Welt gehen und mit Leuten über Food Waste sprechen und Leute zusammensammeln und den Mut haben, Läden anzusprechen. Das ist schwierig für introvertierte Leute, aber das kann theoretisch jeder auch morgen machen. Man muss niemanden fragen, es gibt keine langen offiziellen Prozesse. Du kannst einfach anfangen. Man kann es einfach in die Hand nehmen und anfangen. Also man braucht wirklich Leute, die zusammenkommen, eine Community, um das ganze Essen zu sammeln und es auch zu essen. Man braucht guten Community-Geist. Und es ist einfach schön, zusammen Zeit zu verbringen und Dinge zu essen.
And you want a core group of friends that coordinate. Am besten möchte man auch eine Kerngruppe von Freunden, die das koordiniert. Zum Beispiel diese Leute hier. Denn alles macht mehr Spaß, wenn man es zusammen mit Freunden macht. And you like doing it. So the very basic question is. Die grundlegende Frage ist: Wie findet man diese Leute? Wie findet man Freunde? Wie macht man sich neue Freunde? Naja, man verbringt Zeit, man tut Dinge zusammen und man findet, dass man Dinge gemeinsam hat. Das ein gemeinsames Ziel wie, und gemeinsam Leute ansprechen, um das zu organisieren und gemeinsam essen, ist eine Möglichkeit. Der normale Weg, um das anzufangen, ist zum Beispiel mit Info-Events anzufangen. Zum Beispiel, also, dass es jetzt diese Idee gibt, wie zum Beispiel hier in Maastricht. Man kann anfangen, indem man Filme zeigt über Food Waste. Dann sollte man anfangen, mit Läden zu reden und Food Share Points finden. Am Anfang reicht eine Kerngruppe von ungefähr 5 Leuten schon. Und wenn alle ein bisschen offen sind, dann kommt man auf jeden Fall miteinander klar. Und je mehr Erfolg man hat, desto enger wird auch die Verbindung zwischen den Leuten. Und das ist Spaß und gut PR, wenn man zum Beispiel Hangouts für die entstehende Community macht. Alles, was man sich so überlegen kann. Sobald man eine Kerngruppe hat, wie diese hier in Quito, in Ecuador, dann wird alles viel einfacher. Man kann die Workload teilen, Pläne teilen, Ideen austauschen, Synergien finden und man kann Essen retten und viel Spaß haben, wenn man es isst. Und Foodsaving ist dann einfach eine Sache, die man macht und die drunterliegenden soziokulturellen Gründe sind dann egal. Und das führt insgesamt dazu, dass mehr Leute motivierter sind, was zu mehr das führt zu viel Dingen. Ab einem gewissen Punkt wächst es einfach immer weiter. Und dann hat man einen Katalysatoreffekt. Und dann, wie wir alle wissen, ist Food Waste nur ein Faktor in der absurden Welt, in der wir heute leben. Und dann kann man das zusammen alles noch ein bisschen besser machen und sich gegenseitig helfen und dann bleiben die Dinge nicht so. Wenn die Leute eine Weile in einer Foodsaving-Gruppe sind, dann merken sie, dass sie etwas verändern können und dass es nicht alles nur Probleme hat. Wenn man eine Gruppe von Foodsavern hat, dann hat man eine Gruppe von Umweltschützern. Und das führt einfach dann zu noch mehr Ja, es gibt auch noch viel andere Effekte. Ja, zum Beispiel Close-Sharing, Partys. Also es gibt wirklich viele verschiedene Sessions, wie man etwas machen kann. Also wenn wir mit dieser Logik leben, dann könnte sich die ganze Ansicht der Menschen für die einzelne Welt verändern. Also es gibt ein paar Werte, die man nutzen kann. Also nutzt, was wirklich schon heute schon da ist. Also Sachen, die jemand hat, die ich mir ausleihen kann, die ich nicht neu kaufen muss. Versucht, Sachen zu reparieren, Sachen wieder einen Sinn zu geben, einen Wert zu geben. Dann versucht zu teilen, was ihr nicht gerade jetzt braucht. Ihr müsst wirklich verstehen, dass Sachen nicht dazu da sind, in der Masse zu produziert werden. Es sind einfach nur Dinge, die haben teilweise einen Sinn und dadurch könnt ihr wirklich wieder darüber eine Kontrolle kriegen, was ihr habt. Und lebt nur bei euren eigenen Standarden. Also Materialismus, das hat keinen Wert an sich. Eure Werte und eure Meinungen, die sollten sich nur darauf basieren, wie ihr leben wollt und was ihr erlebt habt. Also ich finde, das ist wirklich so die Beschreibung von einem Eco-Hacker. Stimmt ihr nicht zu? Ja, wie funktioniert das denn jetzt, dass ihr diesen Mindset verteilt? Also normalerweise geht das einfach so. Tandy aus Deutschland, die geht nach Schweden für ihr Studium. Sie möchte die Idee in ihrer neuen Stadt Östersund verteilen.
Sie ist wirklich erfahren, sie kennt die ganzen ersten Steps. Sie macht da ein paar Informationsevente, um zu sagen, was passiert. Sie kommt damit super klar, sie macht eine Facebook-Gruppe und sie geht in Kontakt mit den Läden und versucht, irgendwelche Kooperationen zu bilden. Und sie kontaktiert uns, damit wir eine Gruppe aufeinander sehen. Tillmann wird euch dazu noch ein bisschen später mehr erzählen, aber in den folgenden Monaten gibt es immer mehr Kooperationen und es ist wirklich viel Essen gerettet worden. Und in 3 Wochen muss sie Östersund wieder verlassen. Ein Jahr ist vorbei, ihr Studium ist vorbei. Aber guck mal, was sie geschaffen hat. Es gibt 2 Zeitungsartikel, es gab mindestens 4 offene Events, es gab 5 Läden, die haben mitgemacht. 2 davon waren Supermengen, sie haben ein Hangout für die Community. 600 Kilogramm von Essen wurden gerettet von den 200 Leuten, die in der Carrot Group mitgemacht haben. Ja, was genau ist denn dieses Carrot-Thing? Also. So, yeah, Carrot is our Carrot ist unsere Kontribution zum, um Food Saving voranzubringen. Es ist eine Open Source Web App, die jeder Gruppe ihren eigenen Ort gibt, um Dinge zu organisieren. In einem Satz. Es ist eine Kombination aus einem kollaborativen Kalender und einem Messaging-System. Das würde sogar diesem Kongress helfen, weil es gibt Überlapp mit dem Engel-System. Wir haben einen Desktop und eine Mobile-App. Mobile, weil wir üblicherweise unterwegs sind, wenn wir Essen retten wollen. Und jetzt zeige ich euch Carrot ein bisschen weiter. First, somebody needs to create a group and enter detail about their store corporation. Zuerst muss jemand eine Gruppe gründen und Informationen über Läden hinterlegen. Wann Essen abgeholt werden sollte, ob das regelmäßig passiert und wie viele Leute das machen. Hier könnt ihr eine Liste von Food Pickups sehen von der Östersund-Gruppe. Leute können sich anmelden, um die Pickups zu machen. Wie ihr sehen könnt, sind alle Slots gefüllt. Das ist sehr gut. Man kann auch Gruppen, Nachrichten an die ganze Gruppe schreiben oder auch Direktnachrichten. Zum Beispiel an die Leute, mit denen man den nächsten Food Pickup macht. Sobald man einen Food Pickup gemacht hat, kann man ein Feedback geben, wie das gelaufen ist, wie viele Kilo Nahrung gerettet wurden. Und daraus kann man ordentliche Statistiken gewinnen. Bevor ein neues Mitglied in die Gruppe joinen kann, muss es sich erstmal bewerben. Da können wir dann mit den Leuten joinen und dann kann die Gruppe darüber abstimmen und die Leute reinlassen und dann können die Leute mitmachen. Und warum ist Carrot so, wie es ist? Als wir Carrot entwickelt haben, haben wir uns an diese Sachen gehalten, um es zu entwickeln. Die Leute kommen aus vielen Gruppen, vielen Ländern. Sie haben verschiedene soziokulturelle Hintergründe. Wir wollen machen, dass die Leute zusammenarbeiten. Wir wollen nicht, dass eine kleine Gruppe bestimmen kann, was alle anderen tun. Es ist eine Duocracy. Man sollte Dinge so tun, wie man meint, dass sie sein sollen. Und die Leute sollten excellent zueinander sein. Unsere Annahme ist, dass die Leute zusammenarbeiten wollen, um etwas Großartiges zu machen. Und wir wollen sicherstellen, dass die Leute das tun können und sie nicht unterbrochen werden durch zerstörerische Aktionen von anderen. Es sind viele Designentscheidungen in Carrot, über die ich gerne reden würde, aber dafür haben wir hier nicht genügend Zeit. Ja, wie kommen, werden die Leute eigentlich Mitglieder und wie entsteht so eine Gruppe eigentlich? Also wenn ihr euch dafür anmeldet, bei einer Gruppe mitzumachen, kann die Gruppe dich interviewen. Ihr könnt zu einem Treffen im echten Leben kommen und die Gruppe kann Anforderungen stellen, bevor ihr mitmachen dürft. Ihr seid zuerst mal ein Newcomer, das heißt, ihr habt noch nicht alle Möglichkeiten, die jemand hat. Ihr könnt Picknicks machen, ihr könnt kein Feedback geben.
Ihr könnt komplett am Gruppenleben teilnehmen, aber nach einer Zeit lernen die Leute euch wirklich kennen. Wenn sie euch vertrauen, können sie das während der Website kommunizieren. Und wenn ihr genug Vertrauen habt, dann werdet ihr auch irgendwann Editor in der Group. Also dadurch könnt ihr neue Kooperationen aufmachen und dadurch könnt ihr die Gruppe wieder nach vorne bringen. Das Ziel ist, dass alle aktiven Langzeitmitglieder werden irgendwann Editoren. Sie sind halt alle gleichzeitig, sie haben alle die gleichen Rechte. Und dieses Decide ist wirklich richtig in Bezug auf das Vertrauen von der Software. Eine andere Anforderung hat gemacht, um die Gruppen voneinander zu trennen. Man möchte die nicht isolieren, aber sie sollen sich nicht gegenseitig behindern. Also wir lassen die trotzdem sicher, damit die voneinander lernen können. Aber die Gruppen sind in unterschiedlichen Ländern. Sie haben einen unterschiedlichen sozialen und rechtlichen Rahmen und jede Gruppe möchte vielleicht ihre eigenen Regeln setzen. Vielleicht gibt es da mal ein paar Unterschiede, aber so können die sich nicht gegenseitig in die Quere kommen. Eine andere Sache, die wirklich schön ist, ist, dass es einen Übersetzungsservice gibt. Carrot kann in der eigenen Sprache und der eigenen Zeitzone benutzt werden und dadurch haben wir eine gute Verteilung, einen guten Coverage. Zum Beispiel könnt ihr das für die taiwanesische Foodsharing-Gruppe sehen. Ja, was ist der aktuelle Stand von Carrot? Wir sind 2016 gestartet und wir hatten einen Redesign. Die ersten aktiven Nutzer sind uns 2017 in der Mitte eingekommen und derzeit sind wir 16 Gruppen in 9 Ländern. Das sind ungefähr 2600 registrierte User und wirklich jede Woche sind 500 Leute aktiv. Insgesamt versuchen sie 50 Pickups von Lebensmitteln pro Tag zu machen. Also 50 Mitglieder in Taiwan klingt im ersten Moment nicht viel. Wenn wir ein Startup wären, würden wir wirklich einen Misserfolg darstellen. Aber diese Leute, die retten jeden Tag Lebensmittel, die bringen die ganze Bewegung nach vorne. Also in Bezug auf ein Klischee von einem Startup, seid schnell und versucht viel zu bewegen, sind wir wirklich den Ansatz, bewegt euch langsam und versucht etwas zu verändern. Also das beschreibt wirklich die Entwicklung von Carrot am besten. Wir sind ein kleines Team, wir haben nur 1,5 Entwickler, aber wir haben wirklich die Aufmerksamkeit von über 50 Leuten, die uns die da mitmachen. Nicht nur durch Software, sondern durch andere Sachen. Wir haben eine Duocratic Teilnahme, also wirklich jeder kann versuchen vorzugehen und wenn niemand dagegen Widerstand hat, dann ist das wirklich gut. Wir sind auch unterstützt von Safefood und Hackbases. Zum Beispiel Kanthaus in Wulzen in der Nähe von Leipzig unterstützt uns auch. Und ein Vorteil ist, dass wir keine Entwickler haben, ist, dass alle wirklich mitreden können, was wir machen. In der Zukunft versuchen wir, dass wir noch Unterstützung kriegen von allen Gruppen, die auch was bereitstellen, zum Beispiel Geld. Und ein bisschen von dem Geld soll auch dazu genutzt werden, damit wir das Ganze weiterentwickeln können. Wir versuchen weiter unserer kooperativen Struktur zu eilen und wir wollen das Ganze auch durch Designing und Coding weiterentwickeln. Ja. Carrot, ja, was ist das? Wir sind eigentlich nur ein Kalender. Also andere Sachen könnten davon auch profitieren. Zum Beispiel das Bike-Saving-Movement, das funktioniert genauso und das wird genauso durch die Community unterstützt. Die Mitglieder der Bike-Kitchen in Gothenburg sind auf uns zugekommen und möchten Carrot nutzen, um das für ihre auch für ihre Zwecke zu nutzen. Wir finden, das ist eine super Idee, weil dadurch können wir den Nutzen der Gemeinschaft maximieren. Es gibt auch andere Sachen, die davon profitieren. Also, ja, das war unsere Präsentation über die Food Saving Grassroots Movements. Also, ihr könnt uns benutzen kommen. Wir sind in Halle 2. Es ist in der Nähe von Kanthaus.
Und wir haben noch verschiedene Ressourcen im Internet. Thanks to foodsharing.de. Ja, vielen Dank auch an foodsharing.de. Ihr habt uns wirklich inspiriert, eure Gemeinschaft und eure Software. Das war eine große Hilfe. Ja, eine andere Sache. Wir haben ein bisschen was von dem Essen gerettet, was es in Leipzig gibt. Es ist in dieser Halle und bevor ihr geht, könnt ihr zuhören. Und vielen Dank an die netten Foodsaver hier in unserer Gegend. Thank you so much. Vielen Dank. Wir haben noch 10 Minuten für Q&A. Most fruitful Q&A. Be aware that your question will not be heard unless you are the microphone. Also, bitte sprecht in die Mikrofone an, sonst wird eure Frage nicht gehört werden. Falls ihr den Leuten eine Geschichte erzählen wollt, dann macht das vielleicht am besten außerhalb des Saales und gebt den Leuten ein Getränk aus. Wir fangen mit einer Frage aus dem Internet an. Distributing food for free could lead to less food being bought, increasing the spiral of food for the trash bin or distribution. In der Theorie könnte das Retten von. Has any work been done to measure these or other effects? In der Theorie könnte das Sammeln von Essen das Wegwerfen verhindern, aber hat schon mal jemand gesammelt, eine Statistik gemacht, wie viel das ausmacht? Wenn Essen effizienter benutzt wird, dann könnte das dazu führen, dass weniger Essen produziert wird und weniger überschüssiges Essen bleibt. Hat das schon mal jemand nachgemessen? Wir haben gesehen, dass irgendwas im Essensbusiness zu messen sehr schwer ist. Und alle Teilnehmer in diesem Business sind sehr zurückhaltend, belastbare Zahlen zu geben. Mit alles Essen, was wir mit Carrot retten, wird gegessen werden. Also das sollte zumindest weniger produziert werden. Aber das können wir auch nicht belastbar sagen. Mikrofon Nummer 1. Hallo. Vielen Dank für den Talk. Ich habe doch gesagt, Dank bitte draußen. Ich bin schockiert, ich weiß nicht warum. Ich habe das jetzt schon oft gehört. Es ist nur ein Entwickler, 50 Contributor. Kein richtiges Team. Aber okay, ihr seid eine große Gruppe von Leuten. Ihr habt gesagt, ihr habt Supporter durch das Kanthaus und andere. Thank you. Dankeschön. I mean, in the end, the idea we have is actually that it's more sustainable even. Also am Ende ist unsere Idee, dass das alles viel mehr sustainable ist und es nicht so richtig viel Geld braucht, weil wir Ressourcen sparen und Essen sparen. It's possible to do that for us right now, and if we want to do that, that's pretty cool, I guess. Most people are not at that stage that they want to commit their life so much to one cause, I think. So I think this is why a lot of the projects have like one person who's like really enthusiastic and has the skill to do it. And then other people, ja, also ein paar Leute sind wirklich enthusiastisch und ein paar Leute springen da wirklich rein und wollen versuchen, das zu machen, aber dann gehen sie wieder zurück in ihre normale bezahlte Arbeit und es ist, ja, es wäre schön, wenn wir mehr Entwickler hätten, die wirklich dabei bleiben und die das die ganze Zeit machen. Das aber mehr als das anbieten und mitzumachen, können wir auch nicht machen. Können wir leider nicht. Ja, okay, noch eine andere Frage, Mikrofon. Hallo.
Habt ihr Feedback von der Community bekommen, wie viele Läden gefragt wurden, die mitmachen möchten und die es dann am Ende nicht gemacht haben? Ja, klar, sicher. Das ist eine Sache, die wir machen. Also eine kleine Aktion. Wir waren in einer Community, die wollten gerade anfangen mit Zutraining und einer von denen hat gesagt, wir sind bei so vielen Cafés und Restaurants gewesen und die haben gefragt, ob halt ihr mitmachen. Aber nur einer von 15 hat gesagt, will der mitmachen? Voll traurig. Und dann habe ich gesagt, ja, aber einer von 15, das ist doch eine super Quote. Es ist halt neu. Also die meisten Läden kennen das nicht, für die ist das neu. In Deutschland ist die Situation viel besser, weil die Leute kennen Foodsharing, das ist schon bekannt. Wir können auf Manager-Ebene mit den Leuten reden. Aber wenn ihr eine neue Gruppe anfangt, ist es wirklich problematisch. Die Leute kennen euch nicht, ihr seid keine große Organisation, ihr seid nicht offiziell, ihr seid nicht professionell, ihr seid nicht vorbereitet. Aber wenn ihr jemanden habt, der nicht zuhören möchte, dann sagen die, nein, wir verschwenden keine Liebesmittel. Es klingt gut, aber wir haben wirklich dafür keine Zeit mehr. Also das Wichtigste ist, dass die am Anfang offen sind für eine Veränderung. Also auch die Ladenbesitzer und die Leute müssen sich wirklich dafür interessieren, die Leute haben. Also es macht wirklich Sinn, zu Bioladen, zu Fairtrade-Shops zu gehen. Da könnt ihr vorhersehen, dass die Leute wirklich interessiert sind, dass die wirklich mit diesem Thema Lebensmittelverschwendung sich assoziieren können. Also am Anfang ist es wirklich sehr frustrierend, da braucht man wirklich eine hohe Toleranzschwelle. Okay. Gibt es da noch eine Frage aus dem Internet? No new question from the Internet. Nee, also es gibt keine Fragen aus dem Internet, okay. Aber jetzt, ja, mach du mal. Okay, okay, keine Fragen. Ja, in diesem Fall, vielen Dank, dass ihr hier wart. Es gibt anscheinend keine Fragen mehr. Und eine Runde Applaus für das Team.